Zusammen und willkommen zurück an meinem Schreibtisch. Heute wieder zu einer Wochendeko. und zwar möchte ich mit euch die letzte oder zumindest die letzte vollständige Augustwoche dekorieren, nämlich die Kalenderwoche 34, wenn ich es mir jetzt richtig gemerkt habe. Genau. Wenn ihr das seht, ist das schon ein bisschen her, aber ja, für mich ist es jetzt gerade brandaktuell. Ich hatte nämlich in dieser Woche meine Abschlussfeier und meine Zeugnisübergabe und bin jetzt so richtig offiziell mit meinem Studium fertig und hatte jetzt halt total Lust, zu dem Motto auch was zu kleben und die Woche halt damit zu gestalten. Und ich hatte mir hierfür schon vor einer Weile aus einer Zeitung dieses Bild hier rausgesucht, weil das, ja, besser kann man es sich ja eigentlich nicht backen. Ja, es passt halt perfekt dazu, finde ich. Und dazu habe ich mir noch diesen Stempel hier rausgesucht. Seht ihr den? Ja, perfekt. Der ist schon ziemlich alt, aber passt halt auch einfach richtig gut dazu. Entschuldigung, habe irgendwie einen Frosch im Hals. Den August-Stempel. Hier so ein paar Mädchen, mal ein paar andere als die üblichen Windry-Mädels. Und hier so ein paar braune Tapes und dazu noch dieses Sample, also das oberste, dachte ich, passt ganz gut. Die hatte ich in einer lieben Happy Mail von der Julia, Jula1603, wer sie nicht kennt. genauso wie diese schönen Sticker, die hat sie da auch reingepackt. Da weiß ich noch nicht, ob die dann so hundertprozentig dazu passen. Das weiß ich noch nicht. Und auch sonst sind hier noch so ein paar. Ja, ich weiß noch nicht genau. ich habe mir jetzt noch nicht so viel rausgelegt, weil ich es halt wirklich noch nicht so genau wusste. Ich habe auch noch diesen Schnipsel hier, weil der ist halt so rosa. Den fand ich jetzt von den Farben her nicht so passend. Ich fand jetzt so ein paar warme, braune Herbsttöne schon gar nicht so verkehrt. Ich überlege gerade, könnte das hier würde vielleicht ja noch passen, ne? Ja, mal gucken. Es wird ein Prozess. Ja, genau. Und die Blumen passten halt auch gerade ganz schön dazu. Ja, genau. Und ja, auch so ein paar Sonnenblumen sind ja auch so Herbstblumen. Ich habe mir noch nicht überlegt, welche Zahlen ich benutzen möchte. Das hätte ich vielleicht auch schon mal tun können. Vielleicht wird es einfach mal Zeit für die Stempel wieder. Aber gut, wir fangen erstmal an, bevor das hier wieder ein totales Chaos-Video wird. Aber ich überlege jetzt gerade tatsächlich, ob ich hier noch, passt das von der Farbe? Nee, auch nicht. Okay, gute Frage, nächste Frage. Vielleicht bleibe ich einfach bei denen, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Das könnte wie immer am einfachsten sein. Also das soll auf jeden Fall schon mal hier hin. Und dann, was machen wir da drunter? Haben wir vielleicht noch ein Papier? Rumpel. So. Oh. Ja, hier könnte durchaus irgendwas drin sein. Schmetterlinge, Schmetterlinge, Schmetterlinge. Sowas vielleicht. Was gibt's hier noch? Ich glaube, wir haben ja neulich schon mal zusammen durchgewühlt. Vielleicht passt aber so eine alte Buchseite ganz gut. Könnte ich mir vorstellen. Oh. Vielleicht ist das erstmal eine Idee. Weil ich hier unten, glaube ich, noch so Stempelabdrücke irgendwo hatte. Hier. Ja, das hier, die hier würden noch gut passen. Die hat mir die liebe Jenny von
Naughtiest Notes mal gemacht und geschickt. Da könnte durchaus auch was dabei sein. Ja, ich glaube, das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Okay, wunderbar. Ist auch relativ dick. So, also ich glaube, Moment würde gut passen, vielleicht Foto auch, weil an dem Tag halt auch das ein oder andere schöne Foto entstanden ist. Ja, weil, ja, wie das halt so ist, ne, bei so einer Abschlussfeier. Alle irgendwie schön angezogen und ja, war einfach schön. Und ich hatte ehrlich gesagt schon das ganze Jahr gebangt, ob die Feier überhaupt stattfinden kann. Halt wegen dieser ganzen Corona-Situation und ja, die Fachhochschule, wo ich studiert habe, war auch super, super, super streng mit den ganzen Maßnahmen. Also natürlich kann ich es irgendwo nachvollziehen. Ich muss das mal kurz hier an den Tischrand legen, sonst kriege ich das hier nicht abgerissen. Aber ja, wir waren halt in einem riesigen Raum, wo normalerweise, also bei voller Auslastung, ja, quasi irgendwie fast 1000 Leute reinpassen. Und wir waren, die haben die Feier halt sogar zweigeteilt und wir waren jetzt in dem Durchgang quasi, wo ich dran war, waren wir, glaube ich, weiß ich nicht, ein bisschen über 100 Absolventen. Und Anfang des Jahres, als der Termin bekannt gegeben wurde, hieß es halt, wir dürfen niemanden mitbringen und es war halt für uns irgendwie wie ein Schlag ins Gesicht. So, weil man ja schon irgendwie seine Eltern, sein Partner, wie auch immer, halt gerne dabei hätte. Also ich zumindest. Und die meisten anderen ging es halt ganz genauso. Und ja, ein paar Monate später haben sie es dann halt ein bisschen gelockert und jeder durfte jetzt zwei Personen mitbringen. Was halt auch schon, ja, schwierig ist, weil also man sich dann halt entscheiden muss, nehme ich jetzt meine Eltern mit? Nehme ich meinen Partner mit? Wer muss jetzt zu Hause bleiben? Es war schon ein bisschen so, ja. Aber es war trotzdem ein schöner Tag. Und das Wetter war morgens auch noch gut. Es war dann dieser Tag, wo es so, also wo es die ganze Woche so heiß war und wo es dann ausgerechnet am Freitag, als diese Abschlussfeier war, ja, so fürchterlich gewittert hat. Es war dann, ja, weil wir waren dann nachmittags, haben wir sozusagen von unserem Unternehmen aus noch eine eigene Abschlussfeier gehabt, also weil ich habe ja dual studiert, also in ja mit einem oder über ein Unternehmen, ich weiß nicht, wie sagt man das am sinnvollsten, und da war dann halt auch noch eine Feier nachmittags und die ist dann halt so ziemlich ins Wasser gefallen, weil es die ganze Zeit gewittert hat. Jetzt ist die Blume hier im Weg. Ja, das war ein bisschen schade. Aber sonst war es echt ziemlich schön. So, was haben wir denn hier noch? Wax Seal und Journal. Nee, das passt nicht. So, aber von diesem Washi kann ich jetzt hier schon mal was hinkleben. Ist ganz cool. Ich glaube, dass das ein Mr. Eggplants Tape ist. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. So. Das sieht doch ganz hübsch aus. Genau, ja. So viel dazu. Ja, aber ich kann ja noch, also ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie das so abgelaufen ist bei mir mit dem Studium. Also ich hatte immer so festgelegte Phasen quasi. Also ich war immer 3 Monate in der Hochschule und dann 3 Monate im Unternehmen arbeiten. Und dabei hat man dann auch so, ja, verschiedene Bereiche des Unternehmens durchlaufen. Also man, ja, man war in jedem, ja, Praxiszeitraum, also wo man dann im Unternehmen war,
war man halt auch immer irgendwo anders, um halt möglichst viel auch kennenzulernen. Und hatte dadurch halt auch schon die Möglichkeit, ja, das Unternehmen halt kennenzulernen und auch sich zu überlegen, wo man dann vielleicht später gerne arbeiten möchte. Das war schon ganz, ganz schön. Also ganz sinnvoll auch, finde ich. Ja, man verdient halt schon Geld. Ja, und ich fand halt ganz schön, dass das wirklich so recht, ja, praktisch war. Also, dass man halt wirklich, wenn man in der Uni irgendwas hatte, was gelernt hat, konnte man das halt gleich hinterher im Unternehmen sehen. Und es war nicht nur so irgend so ein abstraktes Wissen, was man mal irgendwann gelernt hat und dann quasi nie wieder gebraucht hat oder erst 5 Jahre später und sich dann nicht mehr daran erinnert. Das war in dem Sinne schon ganz schön. So, jetzt überlege ich gerade. Und wisst ihr, was jetzt richtig gut passen würde? Nämlich. Curses, nein. Nein. Das hier, ein Distress-Stain. Haben wir noch ein paar? Was ist das hier? Wild Honey. Doch. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen können, weil dann hätte das in Ruhe trocknen können. So, jetzt muss ich mal gerade die Unterlage suchen. Hier ist sie. Die lege ich jetzt einfach mal drunter. Und dann kriegt das Video einfach eine kleine Unterbrechung, beziehungsweise für euch geht es dann gleich weiter. Aber das stelle ich mir jetzt gerade schön vor. Und ich habe auch lange keine Stains mehr benutzt. Na gut, ich hoffe, ich klecke jetzt hier nicht alles voll. Welchen fangen wir dann an? Wild Honey vielleicht. Oh, das ist jetzt natürlich recht orange. Aber gut. Und das hier. Ich habe es natürlich schon gleich befleckt. Und die Sticker auch. Ah! So. Muss ich noch irgendwas hinlegen, dass wir hier das nicht gleich so. So. Ist jetzt natürlich recht hell. Ich habe es mir ein bisschen dunkler vorgestellt. Aber na gut. Lassen wir jetzt so. Die sind jetzt so voll auf einer Höhe. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen. So. So. Ich denke, dann soll das auch reichen. Ich habe jetzt überlegt, wenn man von dem Grün hier noch ein bisschen was dazu packt. Aber grün geht eigentlich immer, oder? Vielleicht wird das ein bisschen bräunlicher, wenn man das hier. Ja, das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Okay. Das lasse ich jetzt einfach mal einen Moment liegen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze jetzt trocken geföhnt, damit es nicht so lange gedauert, so lange dauert. Und es ging auch halbwegs gut. Also ich hoffe, es ist jetzt, dass ich jetzt keine Schmiererei mehr anrichte. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, dass die beiden hier sehr gleichfarbig sind. So ein dunkelbraun wäre jetzt hier ganz gut gewesen, aber habe ich leider nicht. Und diese Distress Stains werden ja auch nicht mehr hergestellt, glaube ich. Also, wenn man Glück hat, kriegt man in manchen Shops noch so Restbestände, aber ja, weil die hatten, die sind manchmal so gekippt, dass die Farbe halt nicht mehr so, ja, keine Ahnung, die blauen waren dann hinterher plötzlich grün oder so. Ich glaube, deswegen werden die halt nicht mehr hergestellt oder so. Ja, so. Auf jeden Fall würde von den Farben her jetzt diese Blume hier dann doch ziemlich gut dazu passen. Bevor ich das jetzt mache, möchte ich aber mich erstmal wieder um die Zahlen kümmern, weil sonst habe ich am Ende keinen Platz mehr, um das Datum zu stempeln. Und deswegen muss das hier auch, glaube ich, dann eher so hier hin. Und der hier müsste, der muss dann eigentlich hier hinkommen. Okay,
Erste Entscheidung, welche Zahl nehme ich? Ich glaube, ich möchte die hier. So. Plumps. Hier. So, was hatten wir denn? 22, 23, 24, 25 bis zum 28. Okay. So. Gut. Stempelkissen hilft auch. Nehme ich das hier? Nee. Das hier hätte ich gerne. So, vielleicht spule ich euch das jetzt auch einfach mal ein bisschen vor. Ja, ich brauche immer relativ lange und ich dachte, es ist halt vielleicht ein bisschen zu langweilig für euch, wenn ich das jetzt hier die ganze Zeit stempel und ich weiß jetzt auch gerade nicht so genau, was ich euch dann alles noch so erzählen soll. Ich würde jetzt einfach mal hier dieses Bild aufkleben. So. Und ja, also das mit dem gerade Stempeln muss ich nochmal üben. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Stempelkissen hier schon wieder ja, nicht so gut stempelt. Also schon wieder so ein bisschen leer ist quasi. Aber gut. Jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich die Blume nicht mit aufklebe. Genau. Ja, jetzt bin ich also offiziell mit meinem Studium fertig. Es ist schon sehr cool, aber auch ein bisschen komisch. So gerade, weil also in den Reden ging es natürlich auch so darum, so ja, jetzt habt ihr euch hier 3 Jahre abgemüht und ja, jetzt ist es irgendwie vorbei. Und ja, man denkt sich so, eigentlich habe ich doch gestern erst angefangen. So, das war schon ein bisschen. Ja, schon ein bisschen spooky, so wie schnell dann so die Zeit auf einmal doch um ist. So 3 Jahre auf einmal weg. So, jetzt möchte ich hier den. Der ist echt schon richtig, richtig alt. Also der gehörte mit zu meinen ersten Stempeln, glaube ich, die ich mal besessen habe. Und ich benutze den auch nicht so oft. Es ist ja auch ein recht anlassspezifischer Stempel, kann man das so sagen? So. So. Jetzt hoffen wir mal, dass er auch einen guten Abdruck macht. Ja, sehr schön. Die muss ich dann nachher alle mal irgendwie sauber machen. So, das sollte jetzt dann so hier hin, habe ich mir gedacht. Also ich finde es mit dieser Blume eigentlich ganz gut. Ich hatte irgendwo noch eine. Ach hier. Aber ich glaube, das. Obwohl. Geht eigentlich, oder? Oder ist es dann zu blumig? Ich wollte halt auch die Mädels noch irgendwo hinkleben. Ja, da müssen wir gleich mal gucken, ob das irgendwie noch klappt. So. So. Das hier muss auf jeden Fall frei bleiben. Was war denn Mond? Ja. Könnte aber passen. Dass ich da noch genug Platz zum Schreiben habe, auch mit dieser roten Blume. Was war da? Hier war nichts. Da war ein bisschen was. Okay, aber das, ja, könnte passen. So, jetzt muss ich nur überlegen, wo ich die Sticker. Ach hier. Hier habe ich die Sticker. Ich wollte ganz gerne die hier benutzen. Und die hier mit der Kamera. Vielleicht passt das doch ganz gut. Wartet mal. Nee. Kann man die hier noch dahin kleben vielleicht?
So. Mache ich jetzt einfach. Muss ich hier gleich sehr klein schreiben. Und die passt doch dann hier drüber. Die passt doch gut zu dem Foto. Quietsch. So, das ist doch super, oder? Das gefällt mir jetzt ganz gut. Und jetzt klebe ich diese Sticker hier einfach auch schon mal auf. Ich weiß gar nicht, ob das so. Das sind doch hoffentlich Sticker, oder? Sind aber nicht so richtig washi-mäßig, also die sind schon ein bisschen fester. Eigentlich hätte ich bei denen mal den weißen Rand noch abschneiden müssen. Naja, egal. Bleibt jetzt so. So. Einmal abschneiden. Da müsste ich Lochen eigentlich auch noch. Na, vielleicht kann ich das gleich dann noch machen. So, hier ist auch noch. Okay, das sieht doch jetzt eigentlich ganz schön aus, oder? Was sagt ihr? Ich würde, glaube ich, sagen, ich mache mich jetzt erstmal ans Beschriften. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich hinterher noch irgendeinen Platz haben sollte, kann ich mir immer noch überlegen, ob und wo ich noch was hinkleben möchte. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis gleich. So, ihr Lieben, ja, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende angelangt. Mir ist eben noch eingefallen, dass ich gerne den Auguststempel noch nehmen wollte. Und der einzige freie Fleck ist, glaube ich, hier. Deswegen kommt er jetzt einfach dahin. Genau, sonst hatte ich überlegt, ob man, also ich habe hier das Tape eben einmal durchgerissen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das wahrgenommen habt. Ich brauchte da mehr Platz zum Schreiben. Und da dachte ich, vielleicht kann man davon ja gleich hier auch noch so ein bisschen was irgendwie verteilen. August. Genau. So, indem man das halt so ein bisschen durchreißt irgendwie. So, August. Ja, das mache ich jetzt einfach nochmal und ich glaube, dann reicht's auch. Ja. Ich finde auf jeden Fall, die Deko ist ganz schön geworden. Ich mag das, dass die so warme Farben hat und ist so ein bisschen. Ja, ich finde, es passt jetzt ein bisschen zum Spätsommer. Also es sind schon so herbstliche Farben durch die Brauntöne, aber durch die Blumen ist es jetzt auch ja trotzdem noch so ein bisschen sommerlich angetatscht. So ein bisschen zumindest. Und die beiden Mädels sind ja so, die ist eher sommerlich, die ist eher herbstlich, würde ich sagen. Also ja, passt im Fazit, glaube ich, wieder. So, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, wo ich das hier hinpacken soll. Wir teilen es einfach nochmal. Und kleben dann eins hier hin. Und das andere kleben wir jetzt einfach hier hin. So. Gut, ach so, lochen wollte ich noch. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Huch, ich muss gleich auf jeden Fall noch die Stempel sauber machen. Das mache ich aber ohne euch, sonst wird es zu langweilig. Genau, und ich kann jetzt auch gar nicht so richtig einschätzen, wie lang das hier geworden ist. Das sind doch manchmal recht unterschiedlich. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr eine Präferenz habt.
Lieber lang oder lieber kurz? Also was heißt kurz? Ich meine, 20, 25 Minuten kriegt man dann ja meistens doch irgendwie zusammen. Hier steht so ein bisschen was über, das habe ich aber nicht lochen können. So. So, naja. Und hier noch eine Ecke. So. Na, jetzt klebt es hier. Jetzt klebt es an meinem Finger. Auch schön. So. Ja, ich lege es euch hier nochmal her. Dann könnt ihr das nochmal schön sehen. Ob ich jetzt gerade fast überlege, hier noch was drüber zu kleben. Ja. Okay, weil hier dieser weiße Balken gefällt mir gerade irgendwie nicht. So. Muss ich den Rest davon dann gleich eigentlich auch noch verteilen? Ach, hallo. Ich mag das ja gerne, dieses Tape so, oder die Tapes generell, Washi-Tapes, so durchzureißen. Ich finde, das macht irgendwie einen ganz schönen Look. Und man hat halt doppelt so viel Tape, was man benutzen kann. So. Jetzt habe ich es hier. Ist ja wohl der Klassiker. Wenn man es einmal abgezogen hat, rollt sich es ja auch immer so schön zusammen. So, Concentration, damit es gerade wird. Ja, egal, es bleibt jetzt so. Ich will es hier nur noch ein bisschen. Okay, nein, es bleibt nicht so. Sorry. Drei ist doch die Glückszahl, oder nicht? So. So. Könnte ich mir aber gerade auch noch vorstellen, das mit dem Dunkelbraun zu machen. Okay, ich habe mich zu früh verabschiedet. So, jetzt mache ich aber erstmal, verteilen wir jetzt das hier. Und zwar, ja, wo verteilen wir das denn? Vielleicht verteilen wir es auch nicht. Hier kommt ein Schnipsel hin. So. Und dann kann hier an die Seite noch einer. So. Jetzt haben wir hier immer noch einen Rest. Oh, ist ja fürchterlich. Glaube, das bleibt dann jetzt halt über. So, wo ist mein Dunkelbraun? Hier. So. Das sind übrigens wirklich also meine Favoriten eigentlich, ne? Diese einfarbigen Tapes von MT. Ich finde, die gehen immer. Also früher hatte ich nur dieses Pastell-Set. Aber ich mag auch die anderen Farben. Die passen eigentlich immer irgendwo hin. So. Okay, so lasse ich es jetzt. Wirklich. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet wieder mal ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!